Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Kapitel hier auf meinem Bücherkanal. Mein Name ist Pia und heute habe ich einen Stapel Neuzugänge für euch. Wir lieben sie doch alle, die guten alten Neuzugänge, und deswegen heute, es ist mal wieder Zeit für ein Video. Ich habe eine ganze Weile lang gesammelt, das letzte Neuzugänge-Video ist ein Weilchen her. Und ihr habt den Stapel gerade schon gesehen, ich habe ihn hier neben mir stehen. Es sind ganz fantastische Bücher hier neu bei mir eingezogen seit dem letzten Neuzugänge-Video. Was ich jetzt nicht mit hier reingenommen habe, das ist eine Rebuy-Bestellung vor einiger Zeit. Ich verlinke euch das Video mal hier oben, falls ihr da vorbeischauen möchtet. Und ohne großes Gequatsche fange ich jetzt an. Das erste Buch, das neu bei mir eingezogen ist, ist Das Geheimnis der Bienenvilla von Aubrey Rhodes. Dieses Buch habe ich schon gelesen und ihr habt es schon in meinem Lesemonat Mai, muss es gewesen sein, vielleicht schon gesehen. Hier hat mich besonders gereizt, dass es um ein jahrhundertealtes Manuskript geht. Und die Protagonistin soll dieses nämlich übersetzen und sie beginnt ihre Arbeiten und merkt dann sehr schnell, dass dieses Manuskript es absolut in sich hat. Und den Teil fand ich auch sehr, sehr spannend und super interessant. Aber irgendwann hat das Ganze so für mich so ein bisschen umgeschlagen in so eine Liebesgeschichte mit Hindernissen. Und da hat es mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Aber ich muss sagen, optisch ist dieses Buch auch ein absoluter Hingucker. Ich finde, die Farben sehen so wunderschön hier aus. Ebenfalls gelesen habe ich schon Scarlet and Brown, The Outlaws von Jonathan Stroud. Das ist der Auftakt der neuen Reihe von Jonathan Stroud. Und das habe ich auch schon gelesen. Und das fand ich auch extrem gut, dieses Buch. Also es war super spannend, es war ein richtiges Abenteuer, fand es richtig gut. Es geht hier um Scarlett und Albert Brown. Im Titel wird nur sein Nachname genannt. Und die beiden, ja, erleben ein Abenteuer, sagen wir mal so. Sie werden gejagt durch halb oder ganz England. Der Zukunft übrigens, was mir nicht wirklich bewusst war, als ich angefangen habe zu lesen. Das Ganze spielt in einer ungewissen Zukunft. Die Städte wie London etc. sind eigentlich ziemlich zerstört. Es wurden neue Städte gebaut und da herrschen sehr, sehr strenge Regeln und keiner darf abweichen. Alle Menschen, die Abweichung haben, werden aussortiert in gewissem Maße. Da reicht schon ein Muttermal. Das ist nämlich das Besondere an Albert. Er hat nämlich eine Gabe, eine Fähigkeit, was ihn besonders macht und anders macht. Und auch Scarlett ist ein ganz besonderer Charakter. Sie ist so ein richtiger Badass, muss man sagen. Also sie hat Faustdick hinter den Ohren und raubt Banken aus und ist eine Kämpferin und eigentlich immer konstant auf der Flucht. Ja, sehr cooles Buch, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe jetzt zwei Bücher aus einem Bücherschrank, wo ich ja immer mal wieder gerne vorbeigucke. Aber ich nehme dann auch eigentlich immer nur Bücher mit, die entweder auf meiner Wunschliste stehen oder die mich ansprechen und neugierig machen. Also ich nehme nicht einfach wahllos irgendwie was mit, weil ich denke, okay, könnte interessant sein. Und dieses Buch hier stand schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Und zwar ist es The Death of Bees von Lisa O'Donnell. Das ist ein englischer Roman, in dem es um Schwestern geht. Marnie und Nellie, genau. Und diese beiden Schwestern leben alleine, weil wohl etwas mit ihren Eltern passiert ist und keiner weiß davon, außer halt die beiden Schwestern. Und sie versuchen sich halt alleine irgendwie so ein bisschen durchzubeißen. Wirklich mehr weiß ich nicht, außer dass es ja sehr ergreifend sein soll. Und deswegen hatte ich das vor Jahren auf meine Wunschliste gepackt. Und ich war sehr erfreut, als ich es dann im Bücherschrank gesehen habe. Ja. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Und ebenfalls aus dem Bücherschrank ist Someone New von Laura Kneidl. Ist ja ein New Adult Roman und ihr wisst vielleicht, dass ich eher wenig aus dem Genre lese, weil es nicht so ganz meins ist. Aber ich gebe nicht auf, ne? Also ich gebe nicht auf, die Bücher zu finden, die mir wirklich richtig gut gefallen. Und das könnte vielleicht was sein. Also da habe ich zumindest ganz gute Sachen drüber gehört. Hier geht es um Micah und Julian. Und Micah sucht ihren Bruder. Sie hat eigentlich einen Studienplatz in Yale, aber sie gibt diesen Studienplatz auf, um in ihrem Heimatdorf zu bleiben. Sie schreibt sich in der örtlichen Uni ein, um dort bleiben zu können, um weiter nach ihrem Bruder zu suchen. Der Bruder wurde nämlich von zu Hause rausgeschmissen und
ja, für Maike steht halt an erster Stelle irgendwie ihren Bruder finden. Das heißt, um ihr Studium anzufangen in ihrer Heimatstadt, zieht sie dann aber in eine neue Wohnung und ihr Nachbar dort ist Julian. Und bevor sie in diese Wohnung gezogen ist, haben sie und Julian wohl schon eine Begegnung gehabt. Er ist nämlich Kellner und sie hat irgendwas gemacht, weswegen er dann seinen Job verloren hat. Ziemlich dämlich, ziemlich blöd, ja. Sie fühlt sich total schlecht deswegen und als sie erkennt, dass dieser Kellner neben ihr wohnt, versucht sie sich zu entschuldigen, aber er lässt es nicht zu. Und da wird es dann wohl wahrscheinlich weitergehen. Maike stellt dann aber wohl fest, dass Julian auch nicht nur sie wegstößt von sich, sondern ja, alle anderen auch. Das heißt, mit Sicherheit ist Julian auch irgendwas widerfahren, weshalb er so handelt, wie er handelt und was genau wird man dann wahrscheinlich im Laufe dieses Buches herausfinden. Das ist, ich weiß nicht, wie viele... Oh, ist sogar ein Leserzeichen drin. Sehe ich gerade. Ich weiß nicht, wie viele Bücher es aus dieser Reihe gibt. Aber es gibt auch eine Fortsetzung, meine ich. Und ich werde es versuchen. Also ich muss sagen, es zieht mich einfach immer wieder zu diesem Genre hin. Und wie gesagt, ich werde nicht aufgeben. Ich möchte ein Buch finden, das mich umhaut aus diesem Genre. Dann hat mich noch ein ganz tolles Buch erreicht, nämlich Besuch aus ferner Zeit von Catherine Webb. Dieses Buch fällt einfach voll in mein Leseschema. Wenn ihr mich vielleicht kennt, dann wisst ihr das. Ja, ein Geheimnis aus der Vergangenheit, das die Gegenwart irgendwo einholt. Und hier geht es um Liv. Und Liv sucht ihren Vater wohl. Und da ihre Suche verschlägt sie irgendwie nach Bristol, wo sie dann in ein Haus wohnt. In einem Haus wohnt natürlich. Und Liv hat aber wohl auch vor kurzem ein Kind verloren. Und was dann passiert, ist, dass sie in diesem Haus wohl immer mal wieder das Weinen eines Babys hört. Und die Frage ist halt, ist das jetzt Einbildung? Hat das mit ihrem verlorenen Kind zu tun, dass sie halt ein Baby weinen hört? Oder steckt da vielleicht mehr dahinter? Klingt so ein bisschen nach so einer, ja, wie so eine kleine Geistergeschichte für mich. Super spannend, freue ich mich mega drauf. Und es ist mein erstes Buch von Catherine Webb, muss ich sagen. Sie hat ja auch ziemlich viel geschrieben. Aber ich habe bisher noch nichts von ihr gelesen. Deswegen freue ich mich extrem auf dieses Buch. Ja, hier konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen. Es ist ein Mängelexemplar. Ich habe es gesehen und es war so, okay, musst du einfach mitnehmen, anders geht es nicht. Und zwar ist das Perfect, Willst du die perfekte Welt von Cecilia Ahern. Und ihr seht, es ist noch eingeschweißt. Also es ist ein komplett neues Buch für nur 4,99 €. Das ist der zweite Teil von der Flawed-Dilogie. Flawed, das Ende letzten Jahres bei mir eingezogen ist oder Anfang des Jahres. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. In einem Büchertauschpaket, Booktube-Wanderpaket. Und da wurde mir nämlich schon gesagt, halte besser mal direkt den zweiten Teil bereit. Und den habe ich jetzt für nur 4,99 €, komplett neu, Hardcover. Ja, also wie man da dran vorbeigehen kann, weiß ich auch nicht. Deswegen musste einfach sein. Ich werde hier zum Inhalt natürlich nichts sagen. Ich werde mir selber auch nicht den Klappentext durchlesen. Ich hätte es gerade beinahe gemacht. Ich lege es mal ganz schnell zur Seite, nicht, dass ich mich nur selber spoiler. Und ganz frisch bei mir eingetroffen ist Watch, glaub nicht alles, was du siehst, von Michael Maisheit. Das klang einfach so super spannend. Das ist ein Thriller und hier geht es darum, dass die Protagonistin Tina ein sehr verlockendes Jobangebot bekommt. Denn alles, was sie machen soll, ist in London, glaube ich, in einer Wohnung zu sitzen und gar nichts zu machen. Also eigentlich soll sie nur in dieser Wohnung sitzen. Das Ganze wird wohl auch noch ziemlich gut bezahlt. Voraussetzung ist aber, dass sie keinen Kontakt zu ihrem aktuellen Leben aufrechterhält, auch nichts zu Social Media, keine Anrufe, keine E-Mails, gar nichts. Also sie darf überhaupt nicht mit ihrem eigentlichen Leben in Kontakt bleiben, mit keiner Person. Und sie findet dann aber irgendwann heraus, was ihre eigentliche Funktion in dieser Wohnung ist. Dann, ich lese mal kurz die letzten 2-3 Sätze vor. Plötzlich ist sie ganz allein in einer unbekannten Stadt, gejagt von einem Feind, der kein Erbarmen kennt. Und er hat seine Augen überall. Ich bin super gespannt darauf. Also ich bin extrem neugierig, was es jetzt damit wirklich auf sich hat. Ich überlege gerade, das ist wahrscheinlich ein deutscher Autor, oder? Dann heißt er ja Michael Maisheit und gar nicht Michael Maisheit.
Ja, ihr wisst Bescheid, aber klingt einfach extrem spannend, oder? Das waren meine Neuzugänge aus der letzten Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Buch davon euch besonders interessiert. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid zum nächsten Video. Nicht vergessen, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben. Und ich sage bis dann. Tschüss!